ein wunderschönes, herzliches Willkommen zum heutigen Stadionvlog FC Basel gegen Servette FC. Mit dem wunderschönen Wetter. Einige Leute gehen ja heute im Basler Zoo, wir haben heute ins Joggeli eigentlich fast das Gleiche. Heute sind der Florian am Start bei dem Superspiel mit Dritten gegen Drittletzten. Weil es ein sehr kaltes Spiel. Wir sind gerade hier unterwegs mit dem wunderschönen Wetter, wirklich. Heute geiles Wetter für ein Match, wie fast ja. Etwa 30 Grad, was es hat. Laufen wir gerade vom Basel Bahnhof zum Joggeli, etwa jetzt mal lang, wo wir hinlaufen. Wirklich, weil der Weg da lohnt sich mit so wunderschönen. Hier, was hat das da? Ist nicht mehr so geil, die Allee. Ist voll nach sie sind. Also vorher sind sie hinten. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einen guten Weg, gerade so verwünscht, weil ja. Da ist auch noch ziemlich kühl, so, das geht noch. Wenn wir gerade im Stadion sind, dann würde ich wahrscheinlich gerade die Hochtemperatur erreichen. Ja. Auf Schatten gemessen ist in Basel wahrscheinlich um die 26 Grad, haben wir gesehen. Ja. Hoffen wir, dass es auch ein witziges Spiel wird. Nicht nur auf der Ränghitze, sondern auch im Spielfeld, ja. Das wäre auf jeden Fall schön, ja. Ich denke, es kann da sicher auch so ausgeglichen sein. Zu der Prognose würde man dann im Stadion kommen. Ich sehe die Joggerlinie angekommen, bald auf los, im Spiel Basel-Servette. Ich würde auf den Flügel anfangen zum Tipp. Genau, also ich sehe es 2-1 für Servette. Servette spielt zwar jetzt nicht so gut. Wir können jetzt ganz kurz rübergehen, wegen der Kurve, die ist sicher gerade bemerkenswert. Basel hat sicher gute Fans hier hinter dem Rücken. Und das zeigt sie sicher an, treibt sie sicher an. Ja, dennoch bin ich für ein 2-1. Genau, Servette muss man natürlich aber sagen, sie haben auch ein bisschen nachgelassen. Basel ist aber trotzdem momentan nicht in der gleichen Liga. Ich bin auch gespannt auf das Spiel, vor allem weil es halt schön finde, wenn jemand noch ein bisschen Konkurrenz machen zum Meistertitel. So ist bei Servette heute, wenn sie einen Sieg holen. Lugano ist auch noch ein bisschen dran und hat auch gute Form. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich bin ebenfalls 2-1 für Servette heute. Für die Servette sind momentan noch viel stärker, wenn sie gerade in Topform sind. Für mein Spiel heute und die besten Leute gewinnen. Barry hat die Ehre, um das Spiel heute auf anzustoßen. Von Bari. Ja, es ist Eckball, Goal. Er könnte gefährlich sein, aber glaube nicht. Schüsse! Schüsse! Nicht schüsse, nicht. Nein, kein Bock, schüsse! Nicht viel passen! Hat er da, ne? Liegt noch einer! Was hier noch lieb? Die Fuhr da ist noch mal! Ich hab's nicht erkannt! Danke, Barry, dass du das selbe Ball vorgeleitet. Sie hat den Foul, was vorgegeben hat.
Etwas anderes wisst ihr nicht, warum. Nein, wegen dem müsst ihr da unten, aber da liegt. War checkt immer noch. Das kann dauern. Und der Schiri sagt, es zählt nicht. Es zählt nicht. Es war ein Foulspiel. Ah ja, bitte für Basel, bitte. Ja, ärgerlich nicht. Sehr, sehr gut. Also, die Stimmung ist von hoch. So, so. Ja, ist schwer. Ja. Kohle 2000. Ah, das wird nicht mehr verdient. Er spielt nicht. Er wird den Ball selber davor legen. So lang zum Checken. Jetzt schießt er. Das ist schön. Das ist schön. Er ist ein geiler Schlenker von Barry. Wo ein paar da hinten ist, hat er unten gesehen. Ja, ich habe nicht innen gesehen. Ja, ist schwer. Er ist safe close gewesen. Zweite Eckball für Servet. Oh. Wetter zwar hurrchen, aber ein dickes Heiß. Genau, also ich hoffe, ihr könnt euch auf dem Display erkennen, mich nicht. Ja. Er hätte das Fall für Servet bitte. Oder also, Fans nicht passen. Basel spielt bis nach 30 Minuten, wo man sagen, die bessere Chance hat. Ja, jetzt ist das Spiel eher wieder ein bisschen abgeflacht. So, aber momentan muss man sagen, mehr oder weniger hätte Basel eigentlich schon in Führung verdient. Ja. Aber nur für euch von Basel ist definitiv der Barry. Ja, ja. Er macht das ein starkes Spiel. Er spielt mit sich selber. Ja, ja, das Beste auch. Also man muss auch sagen, es ist manchmal auch so unfestes Duell direkt oder ja. Hinter der Nummer 3, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Zeig nur gegen den Ishimura, wie er heißt. Ja, das ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, da muss der Trainer da bei Sebe noch etwas ändern. Aber ja, auf jeden Fall sehe ich sicher, dass so ein paar Goal fallen. Und Sebe wird von jetzt auch langsam wieder drin. Also, sehr ausgeglichen, auf jeden Fall. Boah, schön gelockt. Ein paar gibt wieder Nachschuss. Okay. Knapp über das Goal. Beste Aktion von Servet. Es gibt einen Deckball für Servet. Jetzt gibt es ein Goal, ich spür's. Fast. Da auch nie zu hoch verzogen. Okay, wer sitzt da noch? Sitzt zum zweiten Mal noch. Über den Theo Bonia. Über den Stefanovic. Jetzt der Ball. Unglückiert. Ich habe jetzt zum dritten Mal noch nicht verpasst, ne? Nein, ich habe jetzt zum vierten Mal noch. Nicht verpasst, der Konter. Spielen! Aber spielt ab, der SPD war. Noch jetzt spielt er ab. Ja, seht ihr, der war wieder. Das kann nicht sein, dass Basel durch ist, hält er leer. So gefühlt aus dem Nybus, ist noch der Konto vor. Und Basel macht das mit 1:0. Das ist das zweite Goal. Der Schiedsrichter muss mindestens 3 Minuten noch spielen. Traditionell noch mal 3 Minuten. Das hat er selber versucht, ist auch irgendwie einfach viel zu eng und viel zu eng im Raum. Jetzt schön gespielt, Franovic. Da fühlt sich der letzte Ball, der von da kommt.
Schiri zum zweiten Goal. Das ist der erste Goal, muss man sagen. Aber es war wieder auf dem Konter. Also der Konter, gell? Eigentlich 8% selber spielen, aber dann kommt die Konter. Ja, ich höre. Es gibt den ersten Eckball für Basel nach 54 Minuten. Und ich frage diesen Eckball-Experten Florian, gibt der erste Eckball für Basel 3-0? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin gespannt. Ich bin 10 Franken nicht für mich warm. Schade. Und der sitzt. Der sechste Eckball im Spiel, der sitzt und sehr weg macht der Anschluss. Mein Anschluss macht, ja. Und da ist noch 58 Minuten, relativ früh eigentlich. Ist gut für Servet theoretisch? Ja, es ist wirklich etwas Gutes für Servet, weil Basel jetzt da nach der ganzen Zeit ein bisschen nachgegangen ist. Ist nicht mehr so oft zum Ball kommen. Aber hier zippt er. Das wäre ich auch falsch gewesen. Dem her hätte es eh nicht zählt. Das zählt doch nicht. Aber wieder aufzeigt. Zum zweiten Mal was ohne Zählt, wie Basel. Jetzt mal auf den Platz, aber er macht wieder fast, er macht fast wieder Faxen. Und sehr wegkehrt, extrem nicht. Meine Freistoß, ich bin immer wieder gefahren. Ich war jetzt halt heftig recht chancenlos. Fast zur Chance, tot. Kein Konter. Das ist auch nur gewesen. Nein, das war nur gewesen. Aber ich bin doch der Einzige, der am Schiri würde recht geben. 155 Fans. Merci vielmals fürs Kommen. Ja, oh, das ist total. Wir sind 25.655 Spectateurs. Anton! Und neues Spiel mit 35, Romeo! Auch ich muss sagen, der KD war eigentlich wirklich der geile Spieler, der für Basel gespielt hat. Er hätte sogar noch den Goalschossen, der ihn abbekannt wurde, weil das Ding vorgeht vorne und macht da eine Vorlage und nochmal einen Goal. Hey, das ist zwei Goalschossen. Schau mal, FC Ball, aber ich habe auch die Nummer 3. Nein, er hat zwei Vorlagen gemacht, Entschuldigung. Er hat zwei Vorlagen gemacht, drei Goalschossen, theoretisch. Und einfach ist mal bekannt worden, weil den V ist richtig krass eigentlich vor ihm. Ich bin nicht mehr ein Experte, Florian. Bringt Basel über Zeit? Ja, also es ist schon gefährlich, Aktionen noch da, die sie bringen. Ich würde jetzt sicher mal nicht mehr so viel Faxen machen. Ich kann es selber schieben. Nein, also, aber sie machen es eigentlich wirklich gut. Ich bin optimistisch, wie es sich noch drinnen hat. Nachspielzeit geben. Aber ja, wenn sie jetzt auch ruhig halten, dann kann ich nicht über Zeit bekommen. Was ich auch krass finde, da unten hat so viele Kinder und Leute, die ähnliche Trikots wollen. Das ist schon nicht normal, oder? Wie ist wieder? Da unten hat sicher gefühlt etwa 15 Leute, die ein Trikot wollen. Noch Spielzeit wird präsentiert von Sunrise. Der Schiedsrichter lässt mindestens 4 Minuten noch spielen. Traditionell noch mal 4 Minuten. Also, was wird noch immer lang, dass der Ball über die Zippringe befällt? Ein bisschen über die Zippringe. Also das hat auch relativ ohne große Mühe gemacht.
gemacht. Hat gut gesehen. Questo ti va sempre in cune a po gli assumi di poco vedere la cune oh spero che in cune ha questo aspetto si cune hit ti ho messo con le hit se ci manca solo a zit spiele ma se vai da mai da mai anche lì non c'è hund nöd. Die Mannschaft von Fabio Celestini sind drei wichtige Punkte. 3 Punkte.